Hallo lieber Skorpion, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal Seele Luana. Mein Name ist Tina und das wird hier dein Reading sein für die kommenden 3 Monate, Januar, Februar und März. Und das sind wieder kollektive Energien, also spür bitte dich in dich hinein, ob es für dich stimmig ist, weil es kann ja nicht für jeden Skorpion stimmig sein. Es ist so, dass ich gleich das ganze Kartenblatt auslege. Vielleicht kennst du das schon, mein Monatsorakel. Da gehe ich ja auch so vor und lege das ganze Kartenblatt aus und schaue eben halt dann da, welche Energien sich da für dich bereitstellen. Und egal, ob du eben halt Dame oder Herr bist, bist du auf jeden Fall die Dame hier im Kartenblatt. Und es gibt natürlich dann noch andere Personenkarten, insbesondere eben halt auch so dein Gegenüber. Und das erkläre ich dir dann alles, wenn das Kartenblatt jetzt hier gleich auf dem Tisch liegt. Und solltest du schon spüren, dass das ein passendes Reading für dich ist, empfehle ich dir eben halt immer wieder mal in den 3 Monaten hineinzuklicken, hineinzuhorchen und das eine oder andere eben halt für dich da herauszufischen. Ne? Und dann würde ich mir eben halt wünschen, dass es dir dann weiterhilft. Okay, los mit dem Berg. Das ist dann schon alles zögerlich. Ah, Gott sei Dank, die Mäuse knabbern schon direkt daran an dem Berg. Dein Gegenüber ist schon da. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist noch ein bisschen wieder rüber, sonst kann man den Ring da hinten nicht sehen. Also, das ist hier dein Gegenüber, der wieder auf dich zukommen wird. Ja, liegt hier im Haus des Schiffes. Aber hier nehme ich noch so eine gewisse Distanz eben halt auch wahr. Ne? Er guckt jetzt hier im Turm hinein. Das ist auch wahrscheinlich so ein Thema, was dir nicht unbekannt vorkommt. Von ihm oder ihr, ne? Bitte ja switchen. So dieses, man könnte glatt sagen, aha, typisch, so distanziert, ich komme gar nicht an ihn heran. Ja? Da hat es ja halt auch schon hier Probleme gegeben. Die gehen aber jetzt hier Stück für Stück raus, bei ihm halt auch und ihm halt nämlich auch schon war, auch bei dir. Es ist ja dein Reading, ja? Also bei dir gehen ihm halt hier wirklich die Probleme, Hürden, Frust, sagt man halt auch mit dem Berg halt heraus. Ja, wie gesagt, Gott sei Dank knabbern die Mäuse daran. Und die erste Karte, die gibt ja halt auch immer Auftakt. Und zwar nämlich hier, dass eben halt in puncto Probleme etwas in Bewegung kommt, ja. So, du bist auch schon hier im Kartenblatt, ja. Du legst dich ins Haus des Hundes. Und wenn man das jetzt sagt, ja, guck mal, dann liegt die ja letztendlich recht dicht beieinander. Und da würde sich natürlich halt auch für mich die Frage stellen, weil ich jetzt hier gerade sagte, die bekannte Distanz, die könnte in der Tat nämlich halt auch von dir sein, ne? Ich lege erstmal weiter aus. So. Genau. Ja. Ich muss jetzt erstmal gerade wirklich in mich hineinspüren, was jetzt hier gerade los ist. Also, du liegst hier im Haus des Hundes, spricht ihm halt davon, dass du also auch ins komplette Kartenblatt schaust, ja. Hund ist schon so eine Energie, wenn man in diesem Haus liegt. Man bleibt sich treu. Das kann gut sein, aber eben halt auch weniger gut sein. Wenn da zum Beispiel Gedanken und Verhaltensmuster sind, die eben halt letztendlich gar nicht so förderlich für dich sind, ja, ja, dann kommt man eben halt auch nicht voran. Dann ist es eigentlich eher nicht so gut, wenn man eben halt so bleibt, wie man ist, ja. Und da würde ich dann eben halt empfehlen, wie gesagt, sich eben halt auch mal alternativ damit zu beschäftigen, wie kann ich eben halt die Dinge für mich eben halt auch verändern, ja. Schön ist, dass du eben halt hier direkt in die Veränderung schaust. Ja, die Karte liegt sogar im eigenen Haus.
Ist dann immer eine Karte, die dann gerne gesehen werden möchte. Zumal ich diese Kombination mit Störche und den Eulen in Zusammenhang sehe, nicht nur so mit kleineren Veränderungen, sondern wirklich mit größeren Veränderungen. Und die Wende legt sich eben halt auch noch dabei. Ja, die Wege sprechen auch von einem Wendepunkt, wo du wirklich irgendwo so an einem Punkt kommen wirst, wo du etwas sehr stark verändern wirst. Das hat eben halt schon auf jeden Fall hier mit einem Perspektivenwechsel auch zu tun, ja. Und wie gesagt, alte Pfade zu verlassen. Also in gewissen Dingen sich nicht treu zu bleiben. Ja, warum? Weil sie eben halt für dich nicht förderlich sind, auch dir nicht gut tun. Schau mal, was du hier, ich gehe mal hier, was unter dir liegt, ja, erstmal darauf ein. Da hast du die Wolken mit Fische, ja, das ist wirklich so, das ist was sehr, sehr Unklares. Die Fische sind so eine Qualität, die man nicht gut greifen kann. Die Wolken kann man auch nicht greifen, ja. Das ist ja auch alles so undurchsichtig, nebulös. Also irgendwo rührt da irgendwie halt auch etwas auch von enttäuschten Gefühlen. Und du spürst das eben halt schon, ja. Weil das ja eben halt schon hier dicht bei dir liegt. Wahrscheinlich weißt du nicht, noch nicht so richtig, wie du das angehen sollst. Du wirst aber auf einen Impuls in dir kommen, sodass du eben halt hier in den Umbruch, in den Wendepunkt kommen wirst. Ja? Möglich, dass dir wirklich das auch noch gar nicht so ganz bewusst ist. Bei dem einen oder anderen kann das möglich sein, dass das dem einen oder anderen noch gar nicht ganz bewusst ist. Oder, weil das auch das bedeutet, so eine Position, du verdrängst es, ja, weil du dieses Thema der Enttäuschungen eben halt nicht angehen konntest, ja. Hier geht es um eine Beziehung, ja, also du hast ja den Ring hier im Kopf. Zum anderen sehe ich aber auch hier, das sind so Gedankenkreisel. Schön finde ich, ja, dass diese Gedankenkreisel eben halt auch dahin gehen in Verbindung mit den Blumen. Und da nehme ich eben halt auch so dieses Verbessern wahr. Also deswegen kann es eben halt auch gut sein, dass du, wie gesagt, gewisse Emotionen, die hier unter dir liegen, spürst und deshalb auch dieser Gedankenkreisel eben halt auch kommt, ja. Und du das eben halt auch hier, soll ich mal sagen, verändern willst, ja. Das finde ich ja letztendlich schon mal ganz gut. Die Eckkarten von deinem Gegenüber und dir sind der Ring und das Herz. Also hier geht es für mich auf jeden Fall schon um eine Verbindung, ja, um etwas Partnerschaftliches, ja, bei dem einen oder anderen. Kann hier auch etwas mit der Arbeit zu tun haben, ja, das hier, dann ist das Herz eben halt auch, das muss ja hier jetzt nicht dann um die Liebe gehen, sondern wo man etwas erneut quasi in einen Erfolg letztendlich bringen möchte, aber dadurch aber auch in Veränderung gehen muss, ja. Ja, das ist nämlich auf beiden Seiten kann das sehr gut sein, wahr. Momentan nehme ich bei dir wahr, dass du anscheinend in so einer Situation bist, die dir nicht unbekannt ist. Die hat es schon öfter in deinem Leben gegeben. Und wenn, ja, ich mir überlege gerade, wie ich das jetzt so rüberbringe. Ich habe nämlich das Gefühl, nämlich wie gesagt, dass hier eine Situation ist, in der du dich schon öfter, wie gesagt, befunden hast.
es aber nicht angehen konntest, aus welchem Grund auch immer, ja, das ist jetzt wertfrei gesagt, es gibt viele verschiedene Gründe, wieso man etwas nicht angehen kann und eben halt hier in so eine Wende kommt, also in eine größere Veränderung eben halt auch viel mehr geht, ja, weil das ist dann so ein Gefühl, man will und man kann nicht und dann ist das so ein Gefühl von so ein Ohnmachtsgefühl. Man fühlt sich irgendwie schwach oder womöglich nicht richtig oder ist vielleicht sogar auf das Gegenüber eifersüchtig, weil er oder sie eben halt gewisse Dinge angehen kann, die du nicht angehen kannst. Was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber du für dich schlimm empfindest. Und anstatt eben halt hier in die Veränderung zu gehen, kommt jetzt eben halt ein Schmerz, eine Gewohnheit, ein Gefühl von, ja, dann bleibe ich lieber so, wie ich bin, weil ich weiß ja eh nicht, was ich machen soll. Ich weiß eh nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ich weiß eh nicht, wie ich eine andere Sichtweise annehmen soll, wie ich die Perspektive ändern kann, ja? Dann bleibe ich lieber so, wie ich bin. Ich denke, auch wenn hier eine größere Veränderung liegt, ja? Und du wirst halt auch in so eine Veränderung, die für dich wahrscheinlich schon sehr groß ist, wirst du gehen, ja? Letztendlich nehme ich hier erstmal einen kleineren Schritt wahr. Das ist aber auch, wie gesagt, nicht schlimm. Hauptsache kein Stillstand, ne? Also eben halt Hauptsache weitergehen und ruhig, ja, einen kleinen Schritt, vorangehen. Und das, was du eben halt dann für dich als größere Veränderung empfindest, auch wirklich sagen, hey, da bin ich jetzt stolz auf mich, ja, ich kann das nämlich halt auch. Ja, vielleicht ihm halt auch in der Tat sogar ein bisschen abgucken, wie macht dein Gegenüber das, ja. Ja, dein Gegenüber, wie gesagt, schaut hier noch in den Turm hinein, also da scheint noch irgendwie so, ja, Rückzug zu sein, da er oder sie ihm halt aber hier im Haus des Schiffes liegt, ist eine Wiederkehr für mich hier zu sehen, zumal hier, ne, Probleme gehen raus, mehr kommt hier der Gegenüber zum Vorschein. Ja, und bei deinem Gegenüber ist es so mit Herz, Schlüssel und Kreuz, ja, also auch da liegt etwas am Gefühl oder da liegt halt auch das Thema der Gefühle dabei. Und letztendlich ist hier schon dieses Gefühl von Haus und Herz. Und sogar auch mit dem Baum, da ist ja auch Wachstum bei, beziehungsweise halt auch, man fühlt sich schon eine lange Zeit eben halt bei dem Gegenüber, also das Gegenüber fühlt sich halt auch schon lange Zeit bei dir angekommen. Bei dir wird das genauso sein, weil es dein Kartenblatt ist. Ich bin aber jetzt gerade in der Energie bei deinem Gegenüber. Und ja, ist die Frage eben halt, was er oder sie eben halt jetzt nicht so kann. Ist ja eben halt ebenfalls wie bei dir mit den Karten, die unter dir liegen. Ja, halt diese Gefühle, die auf jeden Fall da sind, womöglich fließen zu lassen, ja, fließen zu lassen, zu zeigen, vielleicht halt auch, man muss es gar nicht unbedingt kommunizieren. Ich wollte gerade sagen, zu kommunizieren, aber man muss es ja gar nicht. Ja, zeigen, ja, dem anderen, dem Gegenüber die Gefühle zeigen und dem anderen spüren lassen. Das ist viel inniger, viel wichtiger meines Erachtens, ja. Und ja, das kommt aber irgendwie, habe ich so das wirklich das Gefühl. Das, was auch unter einem liegt, kommt ja halt auch ins Bewusstsein und so eben halt auch ins Bewusstsein deines Gegenübers, zumal eben halt mit dem Kreuz die geistige Welt hier die Fingerchen im Spiel hat und eben halt euch diesbezüglich unterstützt, was die Gefühle betrifft, ja. Hier diese enttäuschten Gefühle, die ja da halt auch in dir rühren, ja, zu heilen, will ich mal sagen, ja. Und wieder halt auch mit Verletzungen, die dir zugefügt worden sind, Frieden zu finden. Ja? Es wird eine Chance hier mit deinem Gegenüber geben, ja.
Aber ich denke, dieser Frieden kann sich letztendlich ja nur zeigen oder wird sich zeigen, ja. Wie gesagt, wenn du, glaube ich, mit Situationen, die hier zur Enttäuschung womöglich ja mit ihm oder eben halt sogar aus weiterer Vergangenheit herrühren, Frieden findest und loslässt und wie soll ich mal sagen, ja auch gewisse Ängste eben halt zulässt, ja, wenn du dich wieder nämlich halt auf dein Gegenüber einlässt. Wenn du dich auf dein Gegenüber wieder einlässt, dann werden mit Sicherheit wieder auch Ängste kommen, ja? Aber anders geht's nicht voran, ne? Also bedeutet, wenn du geneigt bist, ja zu deinem Gegenüber zu sagen, dann bedarf es eben halt auch Frieden mit den vergangenen Situationen zu finden, mit ihm und wie gesagt auch mit weiteren. Und sich einzulassen. Genau. Ich denke, das werden so die ersten Energien sein für Januar, Februar, März. Also hier liegen noch mehrere Impulse, aber ich möchte nicht zu viele geben, ja, weil ein Kartenblatt ja nicht so in 3 Monate letztendlich zu pressen geht, ja. Weil es immer darüber hinausgeht, also natürlich halt auch über den März hinaus. Und von daher habe ich so das Gefühl, dass ich dir erstmal diese Impulse für Januar, Februar, März mitgeben darf und soll. Und dass erstmal diese Situation kommen darf, dass das Gegenüber wieder erscheint und ja, du dann auch in dich hineinspürst, was will ich verändern, wie will ich es verändern. Wie groß soll die Veränderung sein und so weiter und so fort, ja? Also, dass halt auch dieser Frust hier auch erstmal rausgeht, ne? Und hier wieder auch Freude einkehren kann. Denn bei Enttäuschung ist es ja eben halt auch so, ja, wie gesagt, die dürfen auch erstmal heilen und da darf man eben halt auch Frieden mitfinden, ne? Okay, lieber Skorpion. Du hast eh das Thema. Alle haben das Thema Loslassen. Jedes Tierkreiszeichen hat das Thema Loslassen, aber das Tierkreiszeichen Skorpion insbesondere, und das hast du hier eindeutigst hier unten liegen, da haben wir den Sarg auch mit Kreuz im Halt dabei, ja. Und das bedeutet, ja, Loslassen von alten Dingen, dann kann sich eben halt auch hier die Chance entfalten, ja. Okay, lieber Skorpion, ich wünsche dir an dieser Stelle schöne Weihnachten, einen wundervollen Rutsch ins Jahr 2022 und bleib mir gesund und wir sehen uns wieder im März. Alles Liebe, alles Gute für dich, ja, deine Tina.